Das Bildungscamp ist quasi zu Ende, aber es gibt noch die Gelegenheit für ein Interview. Gott sei Dank, weil wir haben hier, oder ich habe hier zu meiner Linken Detlef Steppun sitzen, Lehrer und Leiter Neue Technologien und Medien an der Erich-Gutenberg Berufskolleg hier in Köln. Und was er mir gerade erzählt hat, was Sie an einem Berufskolleg machen, das ist wirklich hochinteressant. Und ich glaube, das müssen wir einfach den Menschen, die sich für das Bildungscamp interessieren, auch erzählen. Und zwar seit 3 Jahren läuft quasi es ist ja kein Experiment, hat sich der Alltag in dem Berufskolleg ziemlich verändert, oder? Ja, wir arbeiten seit 3 Jahren in 2 Bildungsgängen mit einem Projekt, nennen wir BYOD, Bring Your Own Device. Und dort bringen Schüler ihre eigenen Geräte mit in den Unterricht. Die Besonderheit bei dem Projekt ist eben, dass die Schüler ihre Geräte mitbringen und sie bringen auch völlig verschiedene Geräte mit. Das heißt, sie bringen Apple-Geräte mit, sie bringen Android-Geräte mit und sie bringen Windows-Geräte mit. Und alle 3 Geräte werden im Unterricht bei uns unterstützt. Wie muss ich mir dann den Einsatz vorstellen? Also ich meine, diese Geräte funktionieren ja teilweise anders. Was sind es, was heißt das, sie werden im Unterricht eingesetzt? Was machen Sie damit? Klassischerweise wir haben als Fokus haben wir One-to-One-Learning umgesetzt. Das heißt, wir möchten, dass jeder Schüler ein eigenes Gerät hat, mit dem er im Endeffekt recherchieren kann, mit dem er Aufgaben bearbeiten kann, die er digital abspeichert. Wir arbeiten seit 2005 mit einer Lernplattform, wo alle Schüler und alle Lehrer ihre Dokumente in diese Plattform hineinbringen. 2013 mussten wir die Plattform wechseln. Wir sind dort von unserem alten Schulportal gewechselt nach Office 365. Als kleine Zahl, wir mussten mit 200.000 Dokumenten umziehen. Das zeigt dann schon, wie viel Einsatz dahinter steckt. Und dafür werden diese Geräte dann halt benutzt. Und da kommt auch der Mehrwert eigentlich auch. Deshalb sind wir überhaupt in der Lage, auch mit diesen verschiedenen Hardware-Plattformen zu arbeiten. Office 365 als Webplattform bietet über Office Web Apps die Möglichkeit, dass eben auch von allen Plattformen im Endeffekt dieses Office genutzt werden kann. Das heißt also, wir können ganz normal Office-Dokumente einstellen. Schüler können sie öffnen, können sie bearbeiten, können sie verändern, können neue Dokumente erstellen und sie dann wieder zurück in die Plattform speichern. Und wie hat sich das in den 3 Jahren verändert? Also ich meine, 3 Jahre in digitalen Jahren ist das ja fast wie 30 Jahre. Es verändert sich ja einfach sehr viel. Die Geräte erneuern sich ständig, aber auch die Art und Weise, wie wir mit den Geräten umgehen, verändert sich. Welche Erfahrungen haben Sie in den 3 Jahren gemacht? Also die Erfahrungen sind überwiegend positiv, weil es sind die eigenen Geräte. Die Schüler gehen sehr sorgvoll mit ihren eigenen Geräten um. Das ist ein Riesenvorteil. Der Austausch eines Gerätes fällt uns ja gar nicht auf. Das heißt, wenn der Schüler ein neues Gerät mitbringt, merken wir das eigentlich gar nicht, weil ob er von Android auf Apple wechselt oder auf Windows, das spielt überhaupt keine Rolle. Wichtig ist, er hat weiterhin ein Arbeitsgerät. Für die Lehrer hat sich in den 3 Jahren viel verändert, weil wir gesehen haben, dass das Gerät alleine, das Medium, weil es ist ja eigentlich nur ein Unterrichtsmedium, es ist ja sonst nichts Besonderes mehr, es ist sowas wie ein Stift oder ein Zettel, nur digital. Und die Lehrer haben aber in dieser Zeit gemerkt, dass man auch noch mehr braucht. Also das Gerät alleine reicht nicht aus. Und gerade so im Zeitalter der interaktiven Tafeln haben die Kollegen schnell gemerkt, dass es zwar schön ist, wenn man eine Tafel hat, aber die Mobilität, die man mit BYOD hat, dass man mal schnell einen Klassenraum wechseln kann, wird dann schwierig mit einer interaktiven Tafel. Und wir haben dort auch Lösungen gefunden, dass wir jetzt auch mobile interaktive Tafeln nutzen. Oder als zweites Beispiel, wo wir den Schülern sehr helfen können, ist, wenn ein Schüler erkrankt. Gerade Berufsschüler, die beispielsweise für mehrere Wochen ins Krankenhaus gehen und operiert werden, haben heute ganz einfach die Möglichkeit, sich über eine Videokonferenz in den Unterricht einzuklinken und dem kompletten Unterrichtsverlauf zu folgen. Sie können dem Lehrer zwischenzeitlich Fragen stellen, die man halt mal beantwortet in Arbeitsphasen. Und die Schüler haben dadurch, dass wir diese Lernplattform im Hintergrund haben, Möglichkeit, gleichzeitig, also zeitnah, auch sofort auf die Unterrichtsunterlagen zuzugreifen, weil auch die alle in die Plattform eingestellt werden. Mobile interaktive Tafel, muss ich natürlich mal fragen, wie funktioniert das denn eigentlich? Also relativ simpel, also es ist im Endeffekt ein kleines Gerät, das ist ein Sender, den klickt man einfach nur auf ein klassisches Whiteboard, auf das man sonst schreibt, dann wird dieses Gerät mit über USB mit einem Lehrerarbeitsplatz verbunden und dann kommt die klassische Aufgabe, man muss einmal jetzt fällt mir der Begriff nicht ein,
Kalibrieren, dankeschön. Man muss einmal kalibrieren, also einmal 9 Punkte setzen. Und dann ist dieses normale Whiteboard mit einem Beamer, der normalerweise unter der Decke hängt, bei uns ist das also in jedem Klassenraum bereits gewährleistet, ist dieses kleine Whiteboard mit diesem kleinen Sender ein vollwertiges interaktives Teil geworden, also eine interaktive Tafel. Wird das, wie ist das mit den Lehrern? Also ich meine, die müssen ja irgendwie auch die Kompetenz entwickeln oder erwerben, um selber auch fach- und sachkundig genug zu sein, um das Ganze auch gut einsetzen zu können. Haben Sie da spezielle Fortbildungen oder helfen Sie sich gegenseitig? Wie managen Sie das? Ja, auch da haben wir lange Zeit dran gearbeitet. Wir haben in der Schule ein kleines Team von Lehrern, die sich sehr speziell mit diesen Techniken auseinandersetzen. Und wir bieten unserem Kollegium einmal im Monat eine interne Fortbildung an. Entweder auf Zuruf, so nach dem Motto, wie funktioniert das eigentlich? Arbeit mit Office 365, ich bekomme meine Dokumente nicht gelöscht. Dann machen wir halt eine Fortbildung für Office 365 oder eben mobile interaktive Tafeln. Ich weiß jetzt nicht, wie ich damit umgehen muss. Dann machen wir eine Fortbildung zu interaktiven Tafeln oder zu OneNote oder wenn Lehrer gerne möchten, dass sie einfacher ihre Dokumente erstellen für den Unterricht mit so kleinen Hilfstools. Wie kann ich Bilder ausschneiden? Wie kann ich ein kleines Video erstellen? Dann machen wir halt einen entsprechenden Workshop dazu. Und da wir 5 Kollegen sind, machen wir das turnusmäßig immer im Rollenverfahren. Und so kommen unsere Kollegen relativ zeitnah zur Medienkompetenz, um mit den Zeilen umzugehen. Was man nicht vergessen darf, Schüler helfen einem ungemein. Das geht so schnell, weil Schüler kennen diese Medien. Sie sind relativ angstlos, damit umzugehen. Und bei uns muss man sagen, gibt es ganz, ganz viele Schüler, die den Lehrern dann schnell zeigen, wie es geht. Und das ist ein riesen Pluspunkt. Also man darf den Schüler an der Stelle nicht außen vor lassen, sondern den sollte man immer integrieren. Spricht auf jeden Fall, finde ich, für ein gutes Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern auch, ne, dass das möglich ist. Also auch das muss man ja erstmal hinbekommen, dass die Kultur einer Schule so gestaltet ist, dass man sich gegenseitig auch einfach gut helfen kann. Ja. Und jetzt hörte ich auch, dass Ihr Engagement ja auch ausgezeichnet wird. Sie fahren demnächst nach Berlin. Was tun Sie da? Ja, wir holen uns einen Preis ab. Wir haben am Wettbewerb Schule Wirtschaft, das hat Potenzial, teilgenommen. Dieser Preis wird gefördert, auch vom Innenministerium für Wirtschaft und Energie. Und am 8. Dezember haben wir die Möglichkeit, dort eingeladen zu werden und einen Preis abzuholen im Bereich Kooperation Schule-Betrieb. Und wir haben diesen Wettbewerb gemeinsam mit Microsoft durchgeführt. Das heißt, wir haben Microsoft als Kooperationspartner gewählt und sind dort jetzt ausgezeichnet worden. Wunderbar, herzlichen Glückwunsch. Danke. Eine, finde ich, sehr schöne Nachricht zum Ende des Bildungscamps. Und vielen Dank für das, für die Geschichten. Und ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal noch mal näher anzusehen. Ist das irgendwo auch dokumentiert? Begleiten Sie das im Blog oder dokumentieren Sie anderweitig, was Sie in der Schule machen? Ja, einen Blog haben wir leider nicht. Aber wir haben eine Webseite, wo wir sehr viel dokumentieren. www.egb-köln.de und wir laden sehr gerne Kollegen zu uns ein. Wir sind, ich sage es jetzt auch mal, wir sind vor 2 Jahren von Microsoft zu einer Mentorschule ernannt worden. Das habe ich eben nicht erzählt. Diese Mentorschule ist in Deutschland, dieser Titel ist nur 2-mal vergeben worden von Microsoft, und zwar einmal an ein Privatinternat in Bayern, Schloss Neubeuern. Da muss man 50.000 Euro im Jahr zahlen, damit das Kind dort auf die Schule gehen kann. Und wir sind die einzige öffentliche Schule, die diese Auszeichnung erhalten hat. Und jetzt weiß ich leider nicht mehr, was ich an der Stelle sagen wollte. Ich finde, das spricht auch für sich. Das ist toll. Lob und Preis. Herzlichen Dank. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ein Bier trinken. Aber vorher winken wir noch in die Kamera zum Schluss. Ja? Tschüss. Ciao.